Hallihallo zur 301. Folge hier die Nachbarsbauern. Ja, nach ein bisschen Quatsch, den wir gestern gemacht haben, geht's jetzt wieder normal, seriös mit Landwirtschaft hier weiter. Ich bin nach wie vor hier beim Rübenernten. Oh, Entschuldigung. Ja, ich auch, Kaki. Ist kein Problem, ich übernehme da für dich. Ich habe auch noch zwei, drei Rüben vor mir. Wenn ich so sehe, ich bin halt beim ersten Feld, gerade mal bei 55%. Gut, das wird wohl noch Minütchen dauern, bis wir hier durch sind. Aber gut. Ja, das ist gut. Hallo erstmal. Oh. Ey, Ha hallo, Kaki. das war jetzt so nicht geplant. Ja, ich wollte noch sagen, ich bin zwar schon sehr weit mit meinem Feld gekommen, aber ich habe zwischenzeitlich noch eine Mission angenommen. Auch Rüben. Kommt auch noch. Also viel Spaß noch mit Rüben. Ja, das ist overall üben. So ist es. Naja, aber Zuckerrüben brauchen wir ja ein bisschen. Und ich habe gerade schon beim Gacki verhandelt. Und zwar kriege ich einen Jahresbedarf an Zuckerrüben. So 144.000, irgendwie 150.000 oder so, keine Ahnung. 140, 150, irgendwo da werden wir uns treffen. Und dann kann ich meine BGA mit Rübenschnitzel befeuern. Was ich aber noch nicht geplant habe, wie ich die in meine BGA reinbekomme, weil ja nun. Mal gucken, da müssen wir uns wahrscheinlich noch irgendwas basteln. Weiß ich noch nicht genau, wie wir das tun werden. Aber so wie ich mich kenne, werde ich mit Sicherheit eine hervorragende Idee haben, wie ich das umsetzen kann. Da kann ja mit Sicherheit nichts schief gehen. Kann ich dir sogar sagen, wie du das machst? Ja, mit dem Frontlader, das ist mir schon klar. Oder. Frontlader, Förderband und Anhänger. Also die. Aber ich kann ja nicht reinkippen. Nein, ach so. Nee, du. Ja, genau. Nee, dann du schnitzelst die Dinger bei mir auf dem Feld. Du nimmst sie mit meinem Förderband auf, über die Schnitzelschaufel in den Anhänger. Und den musst du halt bei dir abkippen und musst dann halt mit dem Förderband bei dir rein machen in die BGA, in den Bunker. Ja, eine Möglichkeit. Weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Die Irgendwie, wenn man das schon. zweite Möglichkeit ist, du investierst 2000 Euro in eine Rampe. Problem ist nicht das Geld der Rampe, sondern ich kann die da nicht platzieren, weil, wie du weißt, baulich gesehen schwierig. Ah, irgendwie wird das schon gehen. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. So, fährst du mal los, du jetzt hier? Und halt nicht wieder beim Meckesser an, ja? Schau, dass du Gas gibst hier. Ich brauche dich gleich wieder am Feld. Der trödelt immer rum, der Arsch. Ja. Man kennt's die Helfer, weißt du? Aber wenn ich mir deine Feldgrößen angucke da oben, du müsstest ja da gutes Geld bekommen, oder? Für die beiden Missionen? Ja, so knapp 20.000 für jedes, glaube ich. Boah. Das ist so ordentlich. Ja. Deswegen habe ich sie auch angenommen, Gacki. Ja. Und ich glaube, ich werde bei meiner Mission mir den Luxus gönnen, den Überschuss an Zuckerrüben zu verkaufen. Boah, das ist ja sehr wild. Ja. Ich habe so viel da rumliegen. Du bist doch schon fast fertig hier mit deinem Feld, ne? Ja, ich bin jetzt auf den kurzen Bahnen.
Ich guck mal, was kriege ich für meine Mission? 21 und 16. Ich habe für die 29 bekomme ich 15,7. Wir können ja mal gucken. Du bist jetzt auf der 9. Ja, die ist ein ganzes Stück größer, muss sie sein. 4,01 Hektar. Und ups, ich bin auf der 30, 7,7. Ja, ist mein Feld fast doppelt so groß wie deins. Tja, aber was macht man nicht fürs Geld? Ja, ich habe gehört, manche Leute gehen sogar arbeiten dafür. Das ist wild. Wirklich? Ja, Wow. das ist. Habe ich gehört, Geschichten aus Büchern, aus Oh. fernen Orten, weit im Norden, bei Hamburg. Oh Gott. Achso, dein LKW steht da auf dem Feld. Ich denke mir schon, was ist das für ein schwarzer Doppel da hinten in der Ferne? Ja, der Weg mit dem Rübenernter vom Feld zum Händler zum Zurückgeben war irgendwie viel schneller wie mit dem LKW. Okay, wie hast du das gemacht, Gabriel? Gibt es da einen geheimen Trick? Ich habe gesagt, ey Händler, ich bin fertig, hol deinen Schrott hier wieder ab. Und schon war's weg. Ja, wild. Aber der Weintraubenernter, das ist doch eigentlich gar nicht so schrottig, oder? Der war ja eigentlich ganz okay, oder? Was? Ich sag mal so, ich glaube, ich werde keinen Wein mehr machen im LS. Nicht? Wobei ich muss ehrlich sagen, ich bin schon mal überlegen, so aus Langeweile im Hardcore-Projekt, ob ich nicht noch irgendwie Oliven oder so mache mal. Ich meine, so prinzipiell gesehen, ist es ja eine sauchillige Angelegenheit, weil du halt die einmal setzen musst, du musst nichts sehen, du musst eigentlich nichts pflügen irgendwie. Und ja, geht halt fix, ne? Nur das Ernten ist halt doch ein bisschen zart. Ja, und bei den Oliven ist es halt sogar noch einfacher, weil die Trauben müsstest du ja jetzt eigentlich dann mit dem Blattschneider bearbeiten. Okay. Und so Sachen, was du bei den Oliven nicht machen musst. Ein Blattschneider bearbeiten. Ja. Oh, mein Helfer wird schon wieder von einem Objekt blockiert. Knutsche schon wieder beim Auto. Oh. Immer diese Verliebten. Immer am Knutschen. Ja, und weiter geht's wieder runter. Aber mir geht es gleich nicht mehr weiter, weil mein Gerät jetzt voll ist. Das geklappt mehr oder nicht. Hast du keine zwei Abfahrer? Eigentlich, wo bist denn du? Eigentlich schon. Okay. Okay. Sehr wild, Kollege Schnürschuh. Das ist eigentlich eine hervorragende Idee, dass ich eigentlich sogar zwei Abfahrer habe, weil ich habe ja da drüben. Nee, warte mal. Halt, ich will da erstmal einsteigen. Lass der Blinker noch an. Der blinkt schon seit einer halben Stunde hier. Oder vielleicht sogar ein bisschen länger.
Aber das ist nur so ein kleiner Kampel. Ich habe keine Ahnung, wie viel der kann, aber naja, wahrscheinlich besser wie nix, ne? Wollte ich gerade sagen. Besser wie nix. Bevor du immer irgendwo rumstehen musst und warten musst. Okay. Ah, oh, ja. Hey, hä? Warte mal. Manuels ankoppeln, schalten wir mal wieder ein. Ja, stimmt. Gute Idee. Okay. Solche. Okay. So, kann ich jetzt fahren? Okay, jetzt zieht die Kiste auf. Ich bin gerade mit 10 km/h gefahren und mich so gewundert zu. So, nee, weiß nicht. In meinem manuelles Abkuppeln war aus, der hat Schläuche und alles gleichzeitig dran gemacht, aber manuell attached hat da irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten. Ja. So, dann kämpfen wir uns mal hier noch durch die letzten Bahnen. Ich habe noch ein paar mehr letzte Bahnen da vor mir. Aber bei 62% bin ich schon. Uhuhu. Das könnte genau klappen. Mit was? Zwei kurze Bahnen, 22.430 Liter. Oh. Das heißt, bei 4 so. Bahnen bin ich irgendwie 100 Liter unter voll. Wenn es passt. Wenn er jetzt nicht aus Versehen eine Reihe Rüben mehr mitnimmt. Da passiert dir nichts, ne? Ich bin ja hier auf einer Mission. Kann ich ja hier... So, schauen wir mal, was hier reingeht in die Kiste. Warte mal, zuerst machen wir mal... Wo ist er denn? Hier... Einmal bitte abladen. So. Und 72%. Mal gucken. So, Anhängerchen sind leer. Wunderhübsch. Ach ja. So, dann bitte Ziel setzen. Sind mal so freundlich, kommen Sie mal hier hin. Dann können wir hier wieder einsteigen. Ja, da will ich eigentlich rein. So, schauen wir mal, was da reinpasst in die Kiste. Ah ja, 15.000 Liter. Boah, gut. Ja, ein halber Ernter. Ja, fahr mich halt über den Haufen. Du siehst doch, dass ich hier stehe. Jetzt fahr halt da auf die Seiten. Oh, ich wollte dich nicht umkippen. Entschuldigung. Ja, du wirst durch ein Objekt blockiert. Also, hast du es noch? Du bist mir voll in den Ruder reingeballert. Und dann sagt er, ich werde von einem Objekt blockiert. Oh, sag's ja. Hast du Saisonarbeitskräfte, herrlich. Da hast du deine Freude damit, mit solchen Leuten.
Oh ja. Ich sag's dir. Das glaube ich dir sofort. Hätten sie wenigstens noch einen zweiten Schlepper und einen zweiten Anhänger mit zur Mission geben können. Hätte ich mit Dai-Abfahrern arbeiten können. Dann, glaube ich, wäre es gegangen. Aber dann, wenn du die mal einzeln einstellen musst, ist ein bisschen nervig. Wieso? Du kannst doch den auf abholen und liefern stellen. Habe ich ehrlich gesagt noch nie probiert. Aber das ist eine wahnsinnig gute Idee. Und ich arbeite ja mit dem integrierten Helfer ja auch schon seit Jahren nicht mehr. Aber es soll funktionieren, habe ich gehört. Es soll funktionieren. Ja, das ist eine hervorragende Idee. Das werden wir jetzt dann, glaube ich, gleich mal ausprobieren. Und raus. Ja, du musst ihm irgendwie sagen, wo er starten soll, wo er hin soll, dann irgendwie auf wiederkehrend oder so irgendwas machen, damit er eben immer wieder die Runde dreht, sozusagen. Okay. Fahrzeug ansteigen, abbrechen. Dann Job erstellen, freie Fahrt liefern, laden und liefern, laden und liefern, Ladestation. Ne, ich glaube, das ist nur liefern, wenn er vom Feld liefern muss. Laden und liefern wäre, wenn er irgendwo bei einem Silo was abholen würde. Ladeposition. Und das ist, was heißt denn das jetzt hier? Hallo. Oh Gott. Ja, ich muss mal gucken, wie heißt denn das hier? Getreidespeicher. Job erstellen, freie Fahrt, nein, liefern, Position hier. Hier, geteilte Speicher wiederholen, Job starten. Und dann probieren wir das mit dem auch gleich. Müsste er dann eben am Feld warten, bis er voll ist, hochfahren, abladen und wieder zurückkommen. So ist zumindest die Theorie. So ist die Theorie, wir werden sie gleich erfolgreich testen. Ach, 12.000 passen da nur rein. Das ist ja erbärmlich. So, okay, dann Job erstellen, liefern. Position ist hier. Und dann bringst du das zum Geteilespeicher, wiederholen, Job starten. Okay. So, dann rein hier in mein Gerät. So, er steht auf jeden Fall schon mal parat. Aber er macht den Motor nicht aus, weil Benzin ist zu günstig. Diesel. Ja. Diesel ist zu günstig. So. Gucken wir, ob das funktioniert. Aber ich würde sagen, ob das funktioniert, wird uns der Andi bestimmt morgen berichten.
Hey, auf jeden Fall. Hoffe ich doch mal, weil für jetzt ist immer durch. Feierabend, morgen 12 Uhr geht's weiter hier bei YouTube, bei mir und selbstverständlich beim Andi auf dem Kanal. Guckt da gerne rein. Und wenn ihr das Ganze mal ungeschnitten mit allem Quatsch, der so zwischendurch passiert, sehen wollt, Freitagabends auf Twitch einfach reinschauen. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Bis dann, macht's gut und tschüss. Tschüss, liebe Leute. Schön, dass ihr da wart und lasst uns ein Däumchen da. Wir freuen uns. Bis dann. Ciao.